Und wieder herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Jetzt muss ich echt überlegen, weil es so lange her ist. Mit Bermo und Crossfire. Hallo. Hola. Ja. Ja. So, Bärchen hat ja hier letztes Mal die Folge beendet. Vor dem Eingang zum. Ist das. Wie hieß der? Firehawk. Firehawk, genau. Und dann gehen wir jetzt mal rein, oder? Oh, wollte eigentlich reinschießen. Guten Tag, der Meier. In welche Richtung müssen wir denn? Rechts rum. Lol. Sehr lustig. Was zum Teufel? Eine Falle, die man umlaufen kann. Oh. Guck mal, der ist auch müde. Mist, ich hab mich angezündet. Verdammt! Der war jetzt schon fast gefährlich, ne? Ja, weißt du, da ist kein Platz, da kommt man nicht rechts oder links vorbei. Nee, nee, nee. Komm mal runter. Nee. Hat sich einer richtig Mühe gegeben. Ich stehe nicht auf Fark hier. Ich? Das ist aber schade. Boah, voll der Ballonsakt hier. Gefährlich. Jetzt habe ich auch noch alles. Wow, spürst du das? Das Geräusch der Erdbeben beweist, dass meine Bohrer der Kammer immer näher kommen. Das ist der Sound des Fortschritts, Baby. Hm. Hey, jetzt haben wir das Lied, den Firehawk. Und nicht folge den Schildern. Juhu. Was ist das denn? Hi. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Mache ich, weil dann sehe ich nicht mehr. Das ist auch so heftig, der Spruch. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. Viel Glück. Könnt jetzt mal sagen, ich brauche kein Glück. Dafür habe ich gesorgt. Sei vorsichtig da draußen. Nein, bin ich nicht. Du bist nicht meine Mutti. Hm. Was? Oh, Iridium. Sehr gut. Da, da oben vor die Action ab, warte mal. Wo denn? Da oben auf der Treppe, siehst du nicht? Da wird geschossen. Oben. Warte mal. Gibt sogar einer. Da ist aber nix. Doch. Ein Bruiser ist da, der steht da links. Ich sehe gar keinen. Ach, da oben. Ja, stimmt. Komm, geh mal Hallo sagen. Okay. Yay. Auf sie mit Gebrüll! Tagchen! Lilith? Tagchen, die Banditen nennen mich Firehawk, aber ich heiße Lilith. Ich bin wie du bei den Raiders. Ich halte die Banditen in Schach, damit Roland in Ruhe gegen Jack kämpfen kann. Hey. Naja, lange Geschichte. Jede Menge innere Blutungen. Könntest du mir aufhelfen? Das ist eine Schwester von dir, hä? Bitte was soll, ne? Ja, es ist eine Sirene, sieht man an den Tattoos. Eine Stärkung. Besorg mir ein bisschen Iridium, ja? In einer meiner Stahlboxen sollte was sein. Ja, das ist das Zeug. Gibst du es mir? Hm. Danke sehr. Ach, danke. Du willst bestimmt zu Roland, was? Er ist nicht hier. Die Bloodshots haben ihn geschnappt. Jetzt sind sie übermütig. So hart haben sie mich noch nie attackiert. Jetzt wird's richtig lustig. Ich sehe zu, dass ich ein paar für dich phase. Meine Mami ist bestimmt sauer. Wer ist das? Jungs. Du hast Pause. Was? Was? Was?
Pass auf! Meine Fresse. Jawohl! Noch am Leben? Ja, ja. Alle da. Konzentriert. Merkt man gar nicht. Du willst nach Hause. Klappe. Besorg Munition, es ist noch nicht vorbei. Ach was. Dankeschön. Na, komm her. Alter Sohn, du machst das sehr gut. Ich bin doch nicht am Ende. Unbedingt eine Waffe wechseln, ne, das ist ja furchtbar. Das kann nicht dein Ernst sein, heißt es. Wenn ich ihn wegblase, Ich bin da. Das will ich auch.
hat Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich ziemlich fertig. Holst du mir noch ein Stück Iridium? Oh, ist das? Lass sie es wegschnüffeln. Sein, dass sie süchtig ist? Wer drauf steht, soll kriegen, was er will. Ja, das ist das Zeug. Gibst du es mir? Ja, bitte. Ja. Ja, seit die Kammer auf ist, sind meine Sirenenkräfte ziemlich umwerfend, dank diesem Iridium-Zeug. Keine Ahnung warum. Pärchen steht ständig also, im Weg. Also, beraten wir, wie wir meinen Freund retten. Ich hatte gerade ein Problem mit OBS gehabt. Lol. Okay. Das heißt? Bevor die Bloodshots ihn einkassierten, sammelte Roland Informationen über die Kammer und was Jack damit vorhat. Ich war du musst in der Aufnahme finden. Gemutet, aber ich muss TS zurück nicht? Nach Sanctuary und auf die Stadt aufpassen, solange Roland fort ist. Aber zuerst ich teleportiere gemutet, ich dich nach Bloodshots Stronghold. Dort halten sie Roland fest. Wenn du sie überrascht, hast du einen echten Vorteil. Halt still! Ich hab dich gerade mal 3 Meter weit bewegt, oder? Sorry, ich bin noch am Üben. Das erinnert mich daran, dass es in Bloodshot Stronghold von üblen Gesellen wimmelt. Du solltest etwas trainieren, bevor du es mit denen aufnimmst. Du machst dich übrigens gut da draußen. Weiter so. Was? Okay. Dann gehen wir einfach. Wo wollte sie uns jetzt hin teleportieren? Nach Bloodshot Stronghold. Okay. Da, wo dieser Roland sein sollte. Dächi Roland. Die hinten. Was gibt's hier? Hier war Kammer-Symbol. Dass wir Ochsen geholt haben. Was sehen meine Äuglein da? Ischten! Cross hat's nur auf eine Kiste abgesehen. Meine Sniper. Oder ne, willst du die haben, Dante? Vielleicht von meiner Feuersniper. Mir ist egal. Ich nehm die Jacobsen. Die hatten 106 Schaden hat die. Nimm die Jacobsen, danke. Ja, du bist bald, süße. Yippie! Ui! Wieso so abgeht? Los, gehen wir tief runter. Geronimo! Also hätte man auch mit dem Enterhaken hochgehen können. Enterhaken? Hast du ihn? Naja. Ich hab alles Mögliche. In der Buchse oder was? Hier. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. So, erstmal Inventar lernen. Herzlich willkommen, Kunde. Doch. Nichts geht über einen guten Verkauf. Du bist mein millionster Kunde. Dass dir das nicht zu Kopf steigt. Was für ein Zufall. Warum? Millionster Kunde. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich. Ja, da bin ich mir auch ganz sicher. Na, Bloodshot Stronghold, kann man da schnell reisen? Nee, ne? Moment. So, Three Horns Valley, da könnten wir hin. Wohin? Three Horns Valley. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Wollen wir eine Schnellreise machen? Also, damit klar. Das klar ist. Ja, wir machen, die meisten dann meiner Waren möglich, ne? Wurden toten Abenteurer aus den Händen gerissen. Oh, Mann. Ja, mach nur. Komm, hau rein. Ah, falsch. Entschuldigung, oh, nervöser Zeigefinger. Und alle tot. Boom. Oh, guck mal, ein kleines Schweinchen. Was? Wo? Happy Pig. Ach da. Ein glückliches Schwein. Okay, Killer. Ich bin wieder in Sanctuary. Sei vorsichtig. Die Bloodshots lagern überall um den Damm herum. Besorg dir ein Gefährt, das ein paar Kugeln abfängt. Auto.
Yeah. Auto. Autobahn. Die geilste Autoshow überhaupt. Da ist die Autosteuerung von Dings noch besser. Von Watch Dogs 2. Meinst du? Ja. Kann ich nicht zustimmen. Also ich finde die bei Watch Dogs 2 besser als hier. Ist die von GTA sogar besser? Ich finde die können wir probiert. Scheint keiner da zu sein. Fahr einfach ran und hupe. Vielleicht wird das ja gar keine große Aktion. Hupen? Y. Musst du? Ja, ja, oh, ich öffne das Tor. Du gibst einen Hupen. Halt, ihr Idioten! Das ist keins von unseren Fahrzeugen! Die wollen die Geißel befreien! Tötet sie! Du warst in meiner Schau! Ja, so kommst du nicht in den Damm rein, Keule! Lutschers, lass dich nicht rein, wenn du nicht in einem Truck ankommst, der wie einer von ihren aussieht! Oh, red mit meiner Verwandten draußen in The Dust! Wie besorgt ihr so einen Ekelschlitten? Ellie wohnt weit draußen im Banditengebiet! Sei vorsichtig, Amigo! Im Ernst! Was? Hat man nicht zerstört? Ja, das geht sowieso nicht anders. Wir müssen erst woanders hin. Und trotzdem können die einfach von uns Eigentum zerstören, was fällt denen ein? Das sind Banditen, die interessiert das ein Scheiß. Ja, wir werden sie doch getötet. Double Headshot. Ah ja, ne, gerechte Strafe und so. So. Hallo, wären die Herrschaften so freundlich? Mein Uber funktioniert nicht. Boah, echt, muss ich mir jetzt echt eine eigene Karre holen. Ja. Bärchen, du faules Stück. Scheiße. Sagt er, der bei mir drauf. Ich wollte gerade sagen, sagt genau der Richtige. Ich hab einen Grund. Oh Gott, ich reise nochmal schnell. Ups. The Dust. Nein, The. Nein, The. Du bist OZ. Man sagt doch einfach T-Dust. Oh, was? Alter. Du bist in The Dust angekommen, was? Du warst stundenlang nicht am Echo. Hatte schon Angst, du wurdest gegrillt oder so. Aber das wurdest du nicht. Also, juhu. So. Diese Maussteuerung, ey. Das ist so. Sag mich doch, deswegen hab ich auch viel besser. Was, Alter? Komm. Oh, Auto. Führt mehr Schaden so. Ha! Idioten. Ja, ja, krass. Ja. Oh! Beide Enden. Ich hätte dich killen sollen, als ich die Chance dazu hatte! Sorry, wie bitte? Du musst lauter sprechen! Ellie. Hehe, das war super! Oh, hi, hab dich gar nicht gesehen! Ja, läuft bei dir, wa? Alter, bei dem Vorbau hat doch bestimmt eine komplette Titanstange in der Wirbelsäule drin, da hab ich nicht vorne überfallen. Hey, Ralf, wie geht's? Alles gut? Ja? Geil. Alter. Okay, sollen wir mit der reden? Sein, ja? Die könnte mal bei Biggest Loser mitmachen, wa? Dein Ernst, Cross? Was denn? So rassistisch. So rassistisch? Hä? Was hat das damit zu tun? Ja, toll. Was drin? Wollten Würfel machen, aber ging nicht. Na gut.
Ja, wer weiß, vielleicht ist da was drin. So. Meinst du? Naja, du willst bloß den Hebel ziehen, du Nuss. Dein Ernst? Ja. Oh, Alter! Ich hasse dich ab heute ab und tief. Kann ich mit leben. Ich hab eine Herausforderung dafür bekommen. Ist ja nichts Neues. Hat er euch mal Bärchen zerquetscht, Alter. Ich geh auch mal rein, dann kriegst du auch deine Herausforderung. Dann geh weg. Bärchen soll ich kriegen, nicht? Ja, mehr. Ich mach gar nichts. Alter, gern. Nein! Okay, innen drin ist es ja noch human. Da draußen sieht das echt übel aus. Ja. Oh, ist hier eine Nebenquest. Was? Hm. Nebenquest? Du spawnst und siehst eine Nebenquest? Herausforderung. Du bekommst eine Herausforderung, wenn du da drin platt gedrückt wirst. Das ist auch geil. Was? Also du auch? Was? Du bekommst so eine Herausforderung, schießt ab, wenn du da drin zermatscht wirst. Echt jetzt? Ja, ist kein Scheiß. Ja, wie damals mit dem Stromzaun, hä? Nee, das ist jetzt ernsthaft, vertrau mir. Du Arsch. Er sagt schon, vertrau mir, weißt du? Ja, ja. Mach einfach gleich mal links drauf, wenn du wieder gespawnt bist. Das ist ein Blutbad hier. Das ist ja ekelhaft. Und? Yay, Dante! Respawn! Abgewrackt, oder abgewrackt heißt das, glaube ich. Ach ja. Ja. Siehst du? Ich dachte, du kannst mir vertrauen. Naja. Hält sich in Grenzen. Ach, er ist das. Ich bin in Gefahr, Mann. Meine Kumpel haben mich aus ihrem Copter-Trupp geschmissen. Und jetzt feiern sie mit einer Runde Psychokopf-Volleyball. Klau ihnen die Bälle und verbrenn ihr Netz. Was? Ja, ne? Kann man mal machen, ne? Die alle ein bisschen durchgeknallt. Gibt's denn hier drin eigentlich noch? Die Werkstatt. Haltet euch von unserer Karawane fern! Wir transportieren eine wertvolle Fracht für Papa Hodank und ich lasse mich nicht nochmal ausrauben! Das hast du jetzt aber den Falschen gesagt, Bruder. Ja, weil ich lasse mich nicht nochmal ausrauben. Er hat's extra betont. Haben wir eigentlich mit Ellie gequatscht? Nein. Ich bin Ellie. Mein Bruder Scooter sagte schon, dass du kommst. Ich krieg hier nicht oft Besuch, schon gar nicht so hübschen. Du willst deinen Kumpel Roland aus dem Damm retten, was? Du wirst die Blattschatz garantiert täuschen, wenn du mit so einem Spezialtrag von denen aufkreuzt. Ich hab da drüben einen, den ich mitsamt Fahrer verschrottet hab. Mein Fehler. Naja, ich habe ein ganz normales Gefährt in der Werkstatt und die meisten Teile, die wir brauchen. Das müssen wir nur mit ein bisschen mehr Banditendeko aufmotzen. Zartenblut, Schädel und so. Du könntest dir so ein Zeug wahrscheinlich von den Banditenpatrouillen hier besorgen. Du musst ein paar Banditenkarren hochjagen und dir den Banditenzierat von den Wracks holen. Und ärgere dich nicht, wenn sie fluchen. Macht dann nur noch mehr Spaß, sie umzulegen. Pass auf dich auf, Süßer! Irgendwas ist nicht richtig mit dieser Person. Kommst gut klar mit meiner Schwester, was? Cool. Solltest du dich allerdings über ihr Aussehen lustig machen, dann binde ich dich an den Automaten und fackel dich ab. Aber cool, cool, dass ihr euch versteht. Echt cool. Hast du gut, Tante? Ja, krass. Was? Lust auf eine Runde Sparring? Nein. Lass mich. Ach übrigens, ich habe meine Catch-A-Ride-Station wieder zum Laufen gekriegt. Schwing dein Hintern in meine Werkstatt, falls du ein Gefährt brauchst. Ja, gut. Da würde ich aber trotzdem mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wo sind sie denn jetzt alle Bäde? Ach, da rennen sie rum. Gleich über die Autos drüber. Können nicht stillstehen, weißt du? Also, furchtbar. Bewegung! Ja, genau. Ich mache jetzt trotzdem erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein bisschen Feedback da. Hau ab, Bärchen, Alter! Jetzt siehst du mich? Jetzt siehst du mich? Jetzt wieder nicht. Jetzt siehst du mich? Jetzt wieder nicht.
Mach das nochmal. Oh, Mann. Gut, Freunde. Lasst ein bisschen Feedback da. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Borderlands 2. Bis dahin. Ciao, ciao.